Hallo ihr Lieben, Food Hall Zeit. Ich bin total durch den Wind, weil ich gehe immer am Anfang den Kassenzettel durch, damit ich euch die Preise sagen kann. Und ich konnte es mir jetzt gerade gar nicht so richtig merken, weil ich mich so tierisch gerade aufgeregt habe, so tierisch aufgeregt habe. Oh Mann, ich zeige es euch gleich, damit ich die Aufregung gleich weg habe und dann... Dann muss ich extra jetzt nochmal zum Kaufland fahren und dann wahrscheinlich ist es auch noch vage, ob ich da überhaupt was zurückkriege. Und zwar habe ich diese Bausteine gekauft. Natürlich nur einmal. Und wie wurden sie mir berechnet? Zweimal. Und ich habe mich schon gewundert, warum ist das diesmal so teuer? Also man rechnet ja so einen Kopf, so grob alles zusammen und das war halt einfach so, wo ich mir dachte, komisch. Ich dachte mir, ja, okay, aber nee, die Kassiererin hat mir die einfach zweimal berechnet. Ja, und ich habe es jetzt erst gesehen, weil ich mir den Kassenzettel natürlich nicht danach gleich angeschaut habe. Oh Mann, jetzt muss ich wieder nochmal zum Kaufland, weil das sind 9,99 € und dann ist es noch so vage, glauben die mir das? Aber naja, normalerweise glauben die das schon, ich habe da mal gearbeitet und also wenn die mir das jetzt nicht glauben, dann kann ich denen sogar ein Beweisvideo schicken, was alles in meinem Wagen drin war. Und ich kenne die Kassiererin sogar, die kassiert hat, also die habe nur einmal Bausteine gekauft, eigentlich kann ich schon viel beweisen. Oh, jetzt muss ich da extra nochmal hintuckern, das nervt mich schon so ein bisschen. Sind die Kindersitze im Audi eingebaut? Ah ja. Ja. Also eigentlich muss ja nur Amelies Sitz eingebaut sein. Naja. Hat mich das bringt. Sowas wirft mich dann immer voll auf der Bahn, weil mich so aufregt. Und weil ich mich dann halt über mich selber aufrege, warum habe ich denn nicht vorher nachgeschaut? Naja. Auf jeden Fall kann ich mich gar nicht mehr über die Bausteine freuen, eigentlich. Habe ich diese Bausteine geholt. Denkt ihr, die glauben, kriege ich sie wieder zurückgetauscht? Instagram, ich berichte. Die müssen mich kennen. Ich mach da einen Riesen ab. Statt. Wenn ich mich nicht. Ach Mann, sonst gucke ich immer den Kassenzettel an. Aber die Kassiererin kannte ich und dann dachte ich mir, da passieren ja keine Fehler. Menschlich. Fehler passieren immer. Ich hoffe nur, das kann man wieder rückgängig machen. Ach, die zocken Nintendo. Weil die aber nicht schläft. So, jetzt zeige ich euch unseren Wocheneinkauf. Lisa, konzentrier dich. Wirft euch sowas dann auch immer sofort aus der Bahn und ihr denkt, ah, ist voll. Nervt mich selber, dass ich nicht gleich kontrolliert habe und dass ich das zweimal drüber gezogen ist. Und das ist eine Pillepalle, ne? Aber das ist Lisa. Und wisst ihr, was ich gelernt habe gestern? Also 5 Minuten, hä? Vor der Garage lieber. Ja, vor der Garage. Dann nimm ein Audi, ist mir lieber als den. Dann nimmst du ein Audi. Ja, aber dann solltest du halt auch irgendwann mal einbauen. Der ist doch eingebaut, das ist bloß der Loanas Bibi sitzt halt nur drin. Ja, tust halt mal Amelies Sitz einbauen. Amelies Sitz ist drin. Ach so, da muss halt nur der eine Sitz raus. Der von der Loana muss raus. Ja, ich hole, tue es jetzt abtauschen und mach das gleich schnell. Ja, dann ist es gut. Ach so, dann kannst du mir aber auch ein Audi da lassen. Ich will ein Audi machen. Ich will lieber als ein Charan oder so. Naja, Charan ist sowieso so eine Müllkiste. So, ihr Lieben. Da sammelt sich immer so viel, er stinkt, weil lauter Essen zu Restaurant. Was wollte ich jetzt sagen? Was ich gestern gelernt habe, wollte ich euch noch erzählen. Moment, jetzt habe ich so viel geschwätzt, aber das muss ich euch noch erzählen. Ich habe gestern gelernt, du darfst dich 5 Minuten über eine Sache auslassen. Du darfst auch alle Gefühle freilassen und es muss auch so sein. Aber nach 5 Minuten ist gut, weil das ist dann passiert, man kann es eh nicht mehr ändern. Also ist alles wieder gut. Ist ja 5 Minuten dumm. Fleischwurst, einmal für 2,99 €. Ist aber voll der geile Satz. Merkt es euch. 5 Minuten drüber aufregen, rumkotzen, Gefühle rauslassen. So wie ich. Und ich fühle mich echt jetzt immer besser. Einbildung? Nee, aber ist doch eigentlich schon ein guter Satz. Ne? Weil manche Sachen kann man dann eh nicht mehr ändern. Und wenn man sich noch 25 Tage lang darüber ärgert, ist halt dann vorbei. Ich ärgere mich dann nochmal erneut, wenn ich meine 10 Euro nicht wieder zurückkriege. Finesse-Schinken, der ist im Angebot gehabt für 1,25 €. Bärenmilch 1,29 €, weil er glaubt 30% auf alle Bärenmarkenprodukte ist. Dann haben wir hier so ein Riesenviech. Wir essen ja ganz, ganz wenig Fleisch. Momentan echt voll wenig. Aber da ist Schweinenacken im Angebot fürs Kilo für 4,79 € und das ist echt günstig. Und ihr wisst doch, wir lieben russischen Schaschlik so. Und dann dachte ich mir, am Sonntag gönnen wir uns russischen Schaschlik. Das Ding hat jetzt hier 9,82 € gekostet, sind 2 Kilo. Das werden wir jetzt dann einlegen mit Zwiebeln, Essig, so richtig. Und dann grillen wir am Sonntag russischen Schaschlik. Oh mein Gott. Beste. Das kann man sich ja auch mal gönnen. Beste. Ohne Scheiß. Hier nochmal Finesse 1,25 €.
Bananen sind auch teurer geworden. Allgemein ist alles teurer geworden. Alter, das ist schon wieder echt 1,29, glaube ich, das Kilo. Ja, 1,29 das Kilo. Bella hat sich die Tirolones gewünscht, ist da weniger drin. 2,19 Euro. Die sind aber ab Montag im Angebot für 1,69 €. Da muss ich auf jeden Fall einen riesen Vorrat holen. Einen riesen Vorrat. Leona, 1,11 Euro. Ich hatte heute keine Lust auf frische Theke. Mortadella, vegan, glaube ich, ne? Oder? Wie Mortadella? Ja, steht ja vegan. War für 77 Cent. Und ich finde diese veganen Nachmachen eigentlich voll praktisch. Also voll, nicht voll praktisch, aber kommen echt nah an die Wurst und ab und zu, wir essen ja eh fast kaum mehr, ich komme gerade zur Wurst, kaum mehr Fleisch, aber ich zeige euch mal die Wurst, aber wir essen echt vermehrt weniger, es sind ganz viele Tage, wo wir einfach uns zwar von Wurst ernähren, aber nicht mehr so richtig Fleisch, wie das hier jetzt machen. Ja. Das kam aber alles durch Corona, habe ich aber 1 Million Mal schon erzählt, glaube ich, weil es uns halt einfach nicht mehr schmeckt und zweitens muss man ja auch nicht, ne? Wir waren das halt immer nur jahrelang gewohnt, weil man das so in der Kindheit wahrscheinlich hatte. Pescara 1,49 €, ich habe zwei mitgenommen. Schwarzwälder Schinken 1,19 €, aber so Wurst, da können wir einfach nicht drauf verzichten. Das lieben wir einfach voll. Ich kann nicht auf meine Snack jetzt verzichten. 1,89 €. Ja, richtig lecker. Ja. 79 Cent für die Brotzeitdosen mal oder einfach so, dass man es zwischen lange da hat. Dann ist Knorr, so Pasta-Snacks und sowas. Da habe ich einmal Rahm. Mit Rahmsoße so Nudeln genommen, mag die Bella wahnsinnig gerne, für 69 Cent im Angebot momentan. Boah, da habe ich mich auch tierisch aufgeregt, habt ihr auf Instagram schon mitbekommen. Ohne Scheiß, wisst ihr, was die jetzt kosten? Letzte Woche habe ich das noch für 1,19 Euro gekauft, für 1,19 Euro und jetzt 1,59 Euro, einfach mal 40 Cent mehr. Warum? Von einem auf den anderen Tag. Ich finde, es ist eine bodenlose Fläche. Und im Fernsehen kommt, die Inflation hat sich eingependelt, es passt alles, geht wieder runter. Ja, die Butter ist runtergegangen, dafür gehen andere Sachen wieder hoch. Was soll denn das? Mir hat dann auch einige heute mal geschrieben, hat gesagt, das ist immer so. Hoch gehen die Preise immer super, super schnell, aber runter dann nicht mehr, weil die wollen Leute, die wollen ja verdienen und die sehen ja, die Leute zahlen es trotzdem. Also warum denn runter? Warum denn? Schau, es gibt doch genug Deppen. Schau mich an, es gibt genug Deppen, die es trotzdem kaufen. Frechheit. Es ist eine bodenlose Frechheit. Ich hoffe, diese Menschen, die das machen, können nicht mehr ruhig schlafen und werden vom Teufel verfolgt. Die diesen Plan verfolgen, mit sowas sich reich zu werden. Mit sowas, wisst ihr, wie ich meine? Mein Akku blinkt, ich tausche mal schnell. So, jetzt der Akku gewechselt. Ja, ich wollte damit nur sagen, es gibt halt Menschen, die sich damit momentan einfach bereichern. Ne? Das wird ja alles teurer, ja? Gut. Richtig geil, machen fette Kohle hier, richtig reiches Geschäft und so. Und ich hoffe für die, dass die einfach, ich glaube ja sowieso an Karma, ich glaube super an Karma. Bis jetzt hat es auch immer funktioniert, mein Karma. Und ich glaube, die kriegen es hoffentlich ganz bitter irgendwann zurück. So was macht man nicht, das ist nicht schön. Ne, ist nicht schön. 1,59 € für Schupfen und Ballen. Karma. Das ist immer noch in meinem Kopf. Hier, 99 Cent, Frechheit. Es sind nur noch 250 Gramm drinnen. Hatten wir das Thema das letzte Mal schon? Ich weiß es nicht. Habe ich es auf Instagram gesagt? Ja, ich glaube, ich habe es nur auf Instagram gesagt. Früher waren 300 Gramm hier drinnen, hat 49 Cent gekostet. Jetzt kostet die Packung 99 Cent und es sind einfach nur noch 250 Gramm drinnen. Ja, und das ist ja mit allen Sachen so. Und wir reden hier von Lebensmitteln, wir reden hier nicht von Luxusgütern. Und das macht mich so tierisch. Wisst ihr, es gibt Menschen, man darf nicht immer nur an sich selber denken. Es gibt Menschen, die können sich das nicht leisten. Es gibt Menschen, die haben früher nur die günstigen Sachen gekauft, weil sie sich das Teure nicht leisten konnten. Wie sollen die denn jetzt leben? Wir müssen auch an andere denken. Man darf nicht nur immer an sich selber denken. Nur weil ich es mir leisten kann, muss ich mich nicht drüber aufregen. Hä? Nein! Wir sollten, wie sagt man immer, wie hat man immer bei Corona-Zeiten Solidarität zeigen? Ja, die, wo hier diese Macht haben, sollen mal hier ein bisschen Solidarität zeigen. Das ist so ein Thema, was mich echt tierisch aufregt. Rosenbrötchen, und das wird mich immer aufregen. Und wenn ich jetzt noch 10 Mal sage, jetzt passt doch mal Lisa, also passt doch mal Lisa. Ja, das kann ja für dich passen, aber ich reg mich für alle auf. Für alle, die es sich auch nicht leisten können. Und es ist doch geil, dass ich öffentlich bin und dann ganz vielen die Augen damit öffnen kann. Also ich ja immer wieder manche aufregen, ja, mein Gott, ist halt alles teuer, dann muss ich halt zahlen. Nein! Wenn jeder so denkt, ja, dann machen die, was wir wollen, was sie wollen mit uns. Man muss halt einfach drüber reden, dass das scheiße ist. Und wenn da alle drüber reden, dass das scheiße ist und jeder angepisst ist und nicht jemand denkt, ja, ist halt nicht, kann man nichts machen, Versteht ihr? Jeder muss angepisst sein und irgendwann landet es beim Richtigen, der angepisst ist und der kann dann handeln.
Aber wenn jeder sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, dann leitet es so weiter, dass jeder so denkt. Versteht ihr mich? Rosenbrötchen für 25 Cent. Ihr weißt, einmal dunkel, einmal hell. Keine Ahnung, warum ich das so mitgenommen habe. Bonduell, wenn du die Kaufland-Card hast, zahlst du nur 88 Cent, hast du keine Kaufland-Card, ist der für 1,29 im Angebot. Wisst ihr Bescheid. Was haben wir hier? So ein Pudding war im Angebot für 79 Cent. Das sind die Kinder ganz gerne. Dachte ich, okay, ich mal mit. Bergische Salami wollte mein Mann. Auf dem Zettel steht 4,49 auf dem Regal. Drüber gegangen ist sie mit 4,79. Ja, das war letztens aber auch schon. Echt, oder? Ja. Alter, Falter! 4,79 für deine bergische Salami, du. War letztens auch 4,49 und dann dachte ich mir, okay, ist ja fast gleich geblieben. Dann war es doch so. Ja, lächelt. Nicht mal etikettieren können die hier. Wobei Kaufland echt sehr gut ist. Kaufland, mach mal dein Preisschild weg bei 4,49. Es ist schon 4,79. Bergische Salami. Sucuk, 2,99. Delikate Soße, jeweils um 49 Cent. Machen wir voll gerne. Einfach die Soße und Nudeln, voll geiles Essen. Sonst brauchst du da nichts. Dann haben wir schon ein paar Äpfel, das Kilo 1,99. Schon wieder kein Platz. Ein paar Mandarinchen, dachte ich mir, kann ich ja auch mal einfach so für zwischendrin. Die sind ja so schön geschält schon. Mandarinen und Orangen steht jetzt hier. Den Kindern einfach anbieten. Finde ich cool. Sind geschält und so. 79 Cent sind gerade im Angebot sogar. Weintrauben. Die Amelie liebt Weintrauben. Ich hoffe nur. Ich fand die nicht so schön. Ne? Ich finde, wenn die so ganz schwarz sind, dann sprechen die mich nicht so an. Ich finde die, wenn die so heller sind, die hellen, dunklen besser. Boah, aber die sind lecker. Mmh. Oh. Die werden natürlich eventuell gewaschen, bevor sie die Kinder kriegen. Aber nur eventuell. Mmh. 79 Cent und bitte klärt mich nicht wieder auf, was da alles drauf sein kann. Ich bin 33 Jahre alt bald. Ich weiß es. 79 Cent, Pudding. Bald, noch nicht. Noch bin ich 32. Noch nicht. Aber ich darf mich ja schon mal. Ich bin im 33. Lebensjahr, okay? 69 Cent für Knorr im Angebot. Möhrchen habe ich auch. Das ist auch cool. Nur eine Dose, nur mit Möhrchen. Die Amelie isst die so gern. Geil. Habe ich gedacht, cool. 88 Cent als Kaufland-Card-Inhaber. Genauso wie Bonduell Kaufland-Card-Anhaber. Mais und Möhrchen und Mais. Finde ich auch cool. Das ist eine coole Mischung. Gibt es so bei den No-Name-Sachen ja nicht. Aber bei Bonduell. Der Gute muss jetzt arbeiten. Hast du alles? Hast du gewechselt jetzt die Dinger? Dann habe ich hier so Sternchensuppe noch mitgenommen für 49 Cent. Und schaut mal, es gibt auch Eisköniginsuppe, ne? Weil da halt eine Eiskönigin drauf ist. Jetzt pass mal auf. Ist es, kostet 49 Cent im Angebot, ist aber nur für 2 Teller. Und wenn du eine mit Sternchen nimmst, ist es für 4 Teller. Seht ihr das? Ich opfer. Aber ich habe gedacht, die Kinder freuen sich über Eiskönigin. Aber schaut, das ist auch wieder sowas, ne? Nur weil, als ob man da die Schneeflocken erkennt. Was ist das? Ist doch eigentlich scheißegal, ne? Aber weil die Eiskönigin damit drauf geprint ist und ein paar Eisflöckchen in der Suppe schwimmen, gleich mal 2 Teller weniger. Egal, ich habe es zweimal mitgenommen. Man gönnt sich doch sonst nichts im Leben. Ist sowieso alles teuer. Zahlensuppe, 49 Cent und so eine Rindersuppe, habe ich auch noch mit. So, ist immer voll praktisch, am Abend schnell gemacht. Vielfalt erkennen ist auch im Angebot für 1,39. Ich muss überlegen. Ich sage, ich war ein bisschen verwirrt wegen dem Baustein heute. Ich konnte nicht mich konzentrieren. Ich habe nur Bausteine, ich habe einmal Bausteine zu viel bezahlt, einmal Bausteine zu viel bezahlt, immer in meinem Kopf das gehabt. Ja, Schatz, du weißt doch, wie mich das aus dem Konzert bringt. 69 Cent für Sauerkraut, habe ich zweimal mitgenommen, weil ich dachte mir, momentan wird wieder alles teurer, jetzt vielleicht mal ein bisschen Vorrat mal wieder, Lisa. Alter, wollt ihr wissen, was die Gurke gekostet hat? Also eigentlich müsste ich sie einrahmen, vor allem hat die auch noch Bellen und schaut nicht mal so optimal aus, vielleicht in der Kamera, aber so richtig makellos ist sie nicht, sie hat einfach, pass auf, 1,59 Euro, kostet was? Was hast du gesagt? Was? Was ist die nicht makellos? Makellos. Was sagt man das nicht so? Hm? Makellos. Makellos. Oh. Ich hab so ein. Viel Spaß beim Aufräumen. Also, du gehst jetzt, ja? Schön. Los, ja. Der lässt mich jetzt, der geht jetzt arbeiten. Ich bin allein.
Allein. Ich habe noch so viel und ich quatsche. Ich habe hier einmal Monsterbacke Ehrmann mitgenommen. 1,11 Euro, glaube ich. Boah, ich bin mir ganz unsicher jetzt gerade. Ich sag euch, das hat mich halt so aus dem Konzept gebracht mit diesen scheiß Bausteinen. Wenn man halt was zahlt, was man gar nicht zahlen hätte müssen. Ich gebe euch Bescheid sofort auf Instagram, was passiert ist mit denen. Ich muss die Geschichte dann auch gleich... 1,39 € kosten die. Ne, 1,09 €. 1,09 € Monsterbacke. Dachte mir schon. 45 Cent. Früher 39 Cent, gell. 29 Cent. 45 Cent. Aber gut. 1,39 €, der Käse war im Angebot. Die Luana mag den so gerne. Und Müllermilch ist gerade nicht im Müllermilch. Müller-Dings kommt nicht im Angebot. Dann habe ich Brezen. Wollt ihr Brezen? Ja. Ja? Aber ihr könnt gerade essen, oder? So, Mutti hat gekocht. Ich komme ja schon wieder. Mutti hat gekocht, ne? Brezen gibt es zum Mittagessen. So lebt man sich bei der Familie Schnapper hier. Müllermilchreis im Angebot für 39 Cent. Habe ich einmal mit Zimt hier. Und dann habe ich das gesehen. Zucker und Zimt. Kann man sogar heiß machen. Heiß und lecker. Deckel abziehen und erhitzen. In der Mikrowelle. Ich dachte, heute Abend ist das meins. Bock drauf. Dann habe ich noch für meinen Mann mit Himbeer gekauft. 39 Cent, der ist sogar günstiger wie dieses No-Name-Ding da, ne? Aber der krass. Haribrot, das war auch. Ich sag's euch, ich war so verwirrt. Wo ist das Brot? Ich war so verwirrt. Ich konnte nichts mehr. Haben die hier nicht so eine Aufteilung? Hier ist ein Rosenbrötchen drauf. Ah, das ist Backshop. Dann kommt Mopro, Nahrungsmittel, Erbsen, Nebengeschäft, Tiefkühler, verpackte Ware. Hier, 69 Cent. Es hat mich einfach aus dem Konzept gebracht. Dann haben wir hier noch einmal Kartoffeln. Die tue ich jetzt hier nicht raus, die kommen nämlich dann gleich im Keller. 5 Kilo Sack für 2,99 €. Hier richtig gut. Das ist ein richtig, richtig guter Preis. 5 Kilo für 2,99 €. Achso, im Lidl war ich auch noch. Im Lidl war der Hauptgrund, warum ich schnell in Lidl reingehüpft bin, diese Bodies. Ich fand die voll süß. Seht ihr das? Also auf dem Bild sieht es süßer aus, aber in echt sehen die halt so aus. Ich dachte mir, ich brauche nämlich Bodies. Ich habe nämlich fast keine Bodies in Größe 86, 92 und die Amelie 74, 80 passt, aber knappi. Und ihr wisst, ich mag es eher lockerer. Deswegen brauche ich Bodies und für 4,99 € gab es die beim Lidl. Dann bin ich noch zum Lidl im Anschluss gefahren. Eine Softshell-Jacke für 12,99 €, die gab es auch beim Lidl. Für die Bella, die fand ich auch voll schön. Bin mal gespannt, ich finde die Farben halt auch so. So Bärenton, das steht ihr eh so gut. Ich bin mal gespannt, ob es ihr auch gefällt. 12,99 € auf jeden Fall bei Lidl. Und das da auch bei Lidl für 99 Cent. Die gehen immer. Wenn man Kinder hat, gehen die immer. Dann habe ich noch so eine Rahmsoße mitgenommen, die kostet 59 Cent. Das ist mir auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mal mit. Probieren wir, wie die sind. Die Delikate kostet 49, gell? Wo jetzt der Unterschied liegt, wissen wir jetzt auch nicht, aber okay. Wurscht. Wenn du es hell magst, musst du 10 Cent mehr zahlen. Milch 1,29 € oder 1,28 € irgendwie so. Nagelt mich nicht fest beim Cent. Ich bin doch verwirrt. Bausteine, ihr wisst Bescheid. Heiß und lecker. Oder ich esse Apfelstrudel. Das hat mich auch angemacht. Das schaut auch so lecker aus. So ein heißer Apfelstrudel mit Milchreis. Oh. 39 Cent im Angebot, gerade bei Kaufland. Hier noch Wagner-Pizza. Eigentlich wollte ich das als Mittagessen machen. Aber jetzt habe ich eine Breze. Friere ich die ein. Wir haben eigentlich erst selbst gemachte Pizza vor 2 Tagen gehabt. Also deswegen sollen sie Breze essen. Heute Abend gibt es dann Nudeln mit Tomatensauce. Wurde sich gewünscht. Spaghetti mit Tomatensauce. Dänische Gurken für 1,43 €, glaube ich. Weil alles auf kühne Produkte. 33%, 30% irgendwie so. Ihr Lieben, heute kann ich nicht klar denken. Es tut mir so leid. Hier kostet eine Flasche 29 Cent. Habe ich nochmal ein Sixer mitgenommen. Finde ich ganz praktisch für unterwegs. Und die Mädels haben auch immer jeweils eins in ihrem Kinderzimmer. Und da haben wir beim Urlaub letztens die Flaschen mitgenommen. Jetzt habe ich gar keinen Vorrat mehr an Wasser. Und das habe ich immer gerne da. Stilles Wasser, ne? Ihr wisst, Toilettenspülung und Co. Wir haben mal darüber geredet. Deswegen, mein Vorrat ist nach wie vor noch immer... Bestand 25 Cent.
Jemand, der nicht regelmäßig meine Videos verfolgt, der denkt sich auch, was für Toilettenspülung, was? Ja, ihr Lieben, ich zeige euch mal die Vielfalt hier noch schnell und dann... Ich bin so verwirrt, Leute. Diese scheiß Bausteine machen mich irre. Ich nicht sowas aus der Bahn werfen kann. Wir haben gesagt, 5 Minuten drehe ich mich drüber auf, gell? Hier. Didim, 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 didim. Didim, die Bausteine. Didim. Didim. Ach nee, da ist nichts mehr. Wo sind die? Hä? Hab ich, ach, das habe ich auch dahingestellt. So. Ihr Lieben, ach so, was habe ich ausgegeben? Ja, viel zu viel Geld habe ich ausgegeben, weil ich ja auch doppelt, Bausteine berechnet worden. 105 Euro. Und beim Besten, wenn es jetzt alles gut läuft, kriege ich nochmal 10 Euro zurück. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Hüpft auf Instagram rüber, damit ihr alle mitbekommt, ob ich mein Geld für die Bausteine zurückgekriegt habe. Ihr könnt ja jetzt schon mal hier abstimmen und dann direkt auf Instagram rüberhüpfen und schauen, ob ich es gekriegt habe. Sobald die Amelie wach geworden ist, hocke ich mich ins Auto und dann geht's los und dann schauen wir, ob ich mein Geld zurückgekriegt habe für die blöden Bausteine, wo doppelt berechnet worden sind. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr immer so viel Geduld mit mir habt. Ciao, bis zum nächsten Mal.